06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer auf Spitzenspiel, folgt Spitzenspiel auf Dresden, folgt Regensburg. Was erwartest du jetzt vom Spiel gegen den Tabellenführer? Ja, es ist definitiv ein ganz anderes Spiel, glaube ich, weil Regensburg einen anderen Ansatz hat wie Dresden. Dresden war fußballerisch richtig gut, das hat man auch gemerkt. Die wollten von hinten bis nach vorne immer kombinieren. Wir hatten echt unsere Schwierigkeiten, das zu unterbinden. Haben aber mit viel Kampf und viel Engagement das geschafft. Jetzt am Samstag wird es so sein, dass, glaube ich, Regensburg ein bisschen pragmatischer spielt. Auch mal den langen Ball wählt, auch mal die zweiten Bälle und dann schnell über die Flügel umschaltet. Also das sind Dinge, die wir jetzt auf jeden Fall beachten müssen. Und deshalb, glaube ich, wird es ein anderes Spiel werden. Aber wenn wir die Einstellung wieder haben und die Leistung bestätigen können der letzten Wochen, dann bin ich frohen Mutes. Inwieweit beeinflusst euch dann eben in der Vorbereitung, in der Arbeit so ein anderes Spiel, das man erwartet? Ja, das beeinflusst uns sehr. Also wir werden natürlich dann schon auch taktische Abläufe besprechen, die etwas anders aussehen und bereiten uns dementsprechend vor. In manchen Phasen der Saison hat man manchmal Angst vor einem Spannungsabfall nach Spitzenspielen. Wenn jetzt direkt der nächste Top-Gegner wartet in so einer Phase gerade, ist das wahrscheinlich innerhalb der Mannschaft überhaupt kein Thema. Nein, du kannst doch keinen Spannungsabfall gegen den Tabellenführer haben. Niemals, das wird nicht passieren bei uns, niemals. Ach Gott, das wäre, nein. Ich meine nur, weil man sich gerade in so einer Woche, wo man drei so überragende Spiele hintereinander hat, man will ja durchgehend wirklich am Limit agieren. Kann man das so durchgehend? Musst du natürlich, na klar. Das wollen wir auch, müssen wir auch und das machen wir auch gerne. Also wir bewegen uns gerne am Limit, sind immer gefordert und werden auch am Samstag richtig gefordert sein. Wenn man auf die Tabelle guckt, haben sich die Rollen gefühlt ein bisschen gewechselt. In der Hinrunde war es Regensburg, die so einen extremen Lauf hatten und sich dadurch an die Tabellenspitze gesetzt haben. Jetzt habt ihr einen Lauf und habt einen Rückstand, zumindest verkleinert, der eine Zeit lang uneinholbar wirkte. Spielt das für so ein Spiel dann auch eine akute Rolle? Nein, also es spielt jetzt keine Rolle, was dann ist, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, was danach passiert. Das spielt nicht in unseren Köpfen, sondern wir wollen den Erfolg haben, wir wollen Regensburg besiegen. Und was dann danach kommt, werden wir dann sehen. Aber erst einmal hier richtig ackern, freue mich drauf. Die Unterstützung der Fans wieder da. Heimspiel, schönes Wetter am Samstag. Hey, alle ins Stadion.